Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein. Es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha. Also eine weitere Legende. Hey, cool, ich hab'n Socke jetzt. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Gut, meine Waffe auf den Außenfischern. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. Oh je. Yeah. Wir wollen den Hof. Die Leute warten oder schon mal vorangehen. Ja, das steckt hier. Der ist doch schon hinter uns. So. Der ist auf der Schule am Rumspringen. Oh, der geht unten lang. Ich geh unten lang. Oh Gott. Nimmt sein Blut. Sind das Alarix, Leute? Nein. Ole, Ole. Ele, was? Ele, Elefant. Wir haben gesiegt. Nein, kein Elefant. Oh. Ghule sind stärker als die meisten lebenden Toten. Doch sie erwerben ihre Widerstandskraft durch grauenvolle Methoden. Sie laben keine Edelsteine? Menschlichen Leichen. Doch, ganz viele, aber ich habe keine Kreaturen Sachen, um da reinzukommen. Ja, dann verzaubert die doch, dass du einen Sockel bekommst. Habe ich das auch gemacht. Okay. Später vielleicht. Mal gucken. Ihr seid stark genug. Schon gleich am Anfang so unfaire Spielvorteil. Wir sind abgeschnitten. Sie werden uns jeden Moment erreichen. Gebt nicht nach, Brüder. Und sie werden für alle Zeiten über unsere Tapferkeit singen. Cool. Der Feind naht. Für Ruhm und Ehre. Haben uns Nephalem gesagt, dass wir haben. Papa. Ich spüre, dass dieser Kampf bereits vor langer Zeit ausgetragen wurde. Ich habe diese Schlachten in Onkel Deckards Büchern studiert. Doch sie mit anzusehen, ist viel grauenvoller. Drängt sie zurück! Wie wir einfach den unterbrochen haben, indem wir ihn getötet haben. Drängt sie zurück, meine Brüder, Palm tot. Bam, 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 bam. Erstmal fast geschlagen. Das ist erstaunlich. Es erinnert mich an meine Kindheit, als ich mit Onkel Deckard nach verlorenen Artefakten suchte. Andrea, erzählt mir mehr von eurem Gasthaus. Die Welt ist so gefährlich. Jeder braucht einen sicheren Ort für Ruhe und Erholung. Eine Wegstation auf seinen Reisen. Ihren Kochtopf, den können wir mitnehmen. Gastwirtin abgeben. Wenn ich aus dieser Sache lebend herauskomme. Rauchtiger, ach, den meintest du vorhin? Ja, warum? Wer ist das denn? Das ist doch ein Freund von mir. Rauchtiger. Ja. Den Namen hat er von mir. Ja. Der wurde mir mal vom Battle.net vorgeschlagen. Ja, und dann habe ich mal so in Skype geschrieben mit, dass das die besten Namen sind. Oder beispielsweise Todesschuh oder sowas, wurde mir auch vorgeschlagen. Battle.net schlägt einem wirklich die besten Namen vor. Alarix sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern.
Die neuen Paladine, so. I'm a Paladin. So, dann müssen wir doch jetzt wieder zurück zu diesem komischen Wächter. Ja. Sagen hier, haben Steine gefunden. Was macht das denn? Oh, du Scheiße. Und wie viel Schaden macht das denn? Och, du Scheiße. Wo die Lasche gekriegt drin. Fox, wie viele Folgen hast du denn schon? Was? Wie viele Folgen? Du bist aufgenommen, was jetzt gerade? Ich bin bei Folge 10. Cool. Du, Oskar? Keine Ahnung. Der hat einen großen Part. Ja. Ich habe jetzt erstmal Folge 1 gerendert und die geht 23 Folgen lang. Folge. 23 Folgen. 23 Minuten lang, meine ich. 23 Folgen wäre schon hart, so. Wenn dann bei Foxy macht die ja 15 Minuten lang der oder so. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind. Ach man, ich doch ein Zeug, das ich nicht brauche. Niemand Scheiße. Das Allerheiligste. Erhebt euch, meine Brüder. Erhebt euch und... Geht doch. Oh, ist ja unverwundbar, weil es sich dreht. Jo, das sind mehrere. Bruder. Bruder, Karel. Den Kreuzzug hält nichts auf. Legendärer Kopfschuss erhalten, ja? Wartet. Sag jetzt nicht, ich habe schon wieder die schwule Krone erhalten, oder? Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Ich weiß nicht, wer das gebrochen kann. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Rennen Sie weg, Alva. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonen der Resa verschwinden. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Vertraut der. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Ach ja, wir sind ja schon. Mit ihrem Blut. Wir sind ja schon über Stufe 20 gekommen. Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Die Zeit wird es zeigen. Dieser Kampf. Aska, da weiß, wie man mit den Frauen redet. Sie spielt mit uns. Ja. Wir müssen sofort zurück zu Onkel Deckard. Wer hat mit den glühenden Wurfstuhl nach Neugier? So. Wir müssen zurück, Scotty. Beam me back, Scotty. Ja, das zweite Stück des Schwertes. Magda ist bereits auf der Suche nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Wertham ist das einzige Fischerdorf in der Nähe. Du hast recht, Lea. Das muss Wertham sein. Am Rande von Tristram findet sich eine Fähre, die dort anlegt. So, kann ich ein neues Zeug schmieden. So, Rüstung oder so. Kronenschild. Okay, cool. Oh. Ja, Panzerhandschuhe. Kann ich denn die Verzauberung hier holen? Den Sockelplatz? Moment. Da bei der Dingsmagierin. Ach, du kannst da den. Man kann da einen Sockelplatz holen. Okay, cool. Oh, ich brauch 20.000 Gold, ey. Für den Sockelplatz. Nein, für den Imperial. So. Verrat. Wenn du so ein Imperium, die brauchen doch 200.000.
Ach ja, die habe ich ja schon auf Stufe 12 gehauen. Ach, ich habe im Schild auch einen Sockel, cool. Und in der Krone auch. Geil. Aber es kostet voll viel, die, die Edelsteine aus den Sockeln rauszunehmen. Viele. Hm? Viel. Ja, das kostet viel. Keine Ahnung, es kostet irgendwie die Hälfte an dem, wie viel es zum Herstellen braucht oder so. Ich weiß ja gar nicht. Braucht aber halt, wie gesagt, ziemlich viel. Kannst du ja mal nachschauen. Oh, Kopfschuss. Gut, jetzt hat man Ring auch noch einen legendären. Sockel meine ich. Okay, ich nehme den Topaz in die Krone. Dann. Was kann ich denn. Reduziert Widerstand gegen alle Schadensarten. Das 100 Vitalität, nicht dem 62 Vitalität. Bin ich nicht irgendwo besser. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Okay, 10.000 kostet das. Ach scheiße, warte, Es kostet mich 100.000 so ein Ding, den imperialen Edelstein rauszutun. Geil. Oh, fuck. Ich vermisse Caldeum. Es roch dort nach Bier und Bordellen. Wie dem auch sei, es ist sehr geschäftig und voller neuer Ideen. Es gibt dort immer etwas Aufregendes zu sehen. Ach, stimmt, wir müssen mit Kane reden. Ja, aber ich glaube, der Zillot ist AFK gegangen. Ach nee, wir müssen mit dem, wir müssen mit Fährmann reden, stimmt ja. Müssen wir nach Warfam. Aber, das ist böse. Wer? Da, die Gegend. Echt? Cool. Ich bin gleich da, muss kurz jemand anrufen. Oh Mann! Ich könnte nicht gleich mit meinem anderen Spiel eine Gold farmen danach, wenn wir fertig sind. Oh Mann. Wieso habe ich mir überhaupt so einen Edelstein hergestellt? Das hat mich zu viel gekostet. Mal von den Ringen nehmen. Einmal. Boah. Zweimal. Geht doch. Was? Erzähl es mir Ringe, also gleiche Ringe. Die Arbeit, die ich mir mache, um überhaupt an diese feinen Waren zu kommen. Dabei ist es nicht einfach, kann ich dir sagen. Nicht einfach. Das nächste Zeug, das ich bekomme, das sollte ich dann nicht mehr einschmelzen, sondern. Guck mal, ich habe ein Pokémon. Wo? Cool. Ja, so eine Hydra, ich weiß. Hui! Ich bin mächtig gewesen. Pferdchen. Ich kann teleportieren jetzt. Hui! Hab ich mir eine Leuchtekugel neben mir auf einmal? Echt? Wo die herkommen. Die Leuchte zu kommen. So! Dem Gebot Nachdruck verleihen leitet außerdem für kurze Zeit einen Teil dessen von dem verbündeten Schaden auf mich um. Ja, ja, mache ich. Aber also, ich muss einen Snickers essen. Also Foxy, wenn du Schaden kriegst, kriege ich den ab und so. Cool. Dann geh ich extra in den Gegner rein. Naja, nee, es leitet ab und zu Schaden auf mich um, weil ich so Tankfähigkeiten habe. Ja, wieder da. Okay. Mein Gott, hier kommen Leute und klingeln und bestehen, welche Sachen haben, ey. Mein Horror. Aber ich habe mal in der Zeit auch was zu trinken geholt. Oh, Gebot der Hoffnung, das ist auch geil. Kontinuierlich geheilt. So.
Foxy. Ach, ich dachte, das ist du. Nach Wortham, bitte. Was? Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Hallo? Bleibt ein Weilchen und hört zu. Tod denen, die sie... Sam Kamehameha da. Ich glaube, wir sind zu OP für die. Yep. Wo ist Magda? Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Das wollte ich gerade sagen. Wenn er vorrennt, dann ist er tot. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Das ist doch nur ein Dorf, keine Stadt. Da kommt etwas. Oh. Oh, oh. Dies wird ein guter Kampf. Das waren jetzt die besten Gegner, gegen die ich je gekämpft habe. Ihr habt uns gerettet. Wir schulden euch. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen. Habt ihr es gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Okay, dann gehen wir in die... Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es auf dem geht. Da rein. Da ist ein kleines Loch da. Ja, ja. Auch da ist Virgil cool. Verdammt. Es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Auf nach Tristram. Du miese Lady. In Deckard's. Oh, Scheiße. Nein, ich bin sofort da reingegangen. Nein. Das Ende der Hora drin. Neue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Also, machen wir. Annehmen. Oh mein Gott, das sieht böse aus. Ja. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Wir sind super Saiyajin. Ja. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Genau! Ihr schafft einfach so eine Pfütze und er winkt dann so ein wie ein Treibsand. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Elendil. Oh, ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard? Nein, Deckard Cain ist tot. Ich fand den in Diablo. Ich fand den in Diablo 2 so cool. Da konnte er immer Gegenstände identifizieren. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda. Dr. Freud hat ein Video hochgeladen. Ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus dem Himmel stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Engel oder Mensch? Wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von...